Gute Grüße euch und herzlich willkommen. In der heutigen Folge von unserem Virago-Umbau kümmern wir uns um den Benzintank. Und der Benzintank ist ja so der Knackpunkt, mit dem steht und fällt unser ganzes Konzept. Also habe ich das Internet mal durchforstet und habe nach Möglichkeiten gesucht, von anderen Motorrädern den Tank da drauf zu packen. Leider habe ich da gar nichts gefunden. Die einzigen zwei Varianten, die ich mehrfach gelesen habe, waren entweder den Originaltank zu verbreitern, dass da mehr Volumen reinpasst. Allerdings reicht das dann nicht aus, um auf den unteren zu verzichten und immer noch eine gescheite Reichweite zu haben. Die andere Variante wäre gewesen, ein Zubehörtank. AMG hat da mal welche gebaut für die Virago, die werden aber schon lange nicht mehr hergestellt. Dementsprechend schwierig ist es da noch an einen ranzukommen. Wenn man mal einen gebrauchten findet, dann muss man da richtig Geld auf den Tisch legen. Somit war das auch alles passé. Also was habe ich dann gemacht? Ich habe mich hingesetzt, habe mir mehrere Motorräder angeguckt, habe mir die Rahmen angesehen, die Tanks dazu, die Tunnel, ein paar Bilder angeguckt und dabei habe ich ein paar Modelle gefunden, wo ich dachte, ja, das könnte passen. Habe mir die Tanks dann auf eBay rausgesucht und die Verkäufer angeschrieben, ob sie mir nicht netterweise mal den Tunnel ausmessen können und denen so ein paar Punkte genannt, wo ich die Maße brauche. Da bin ich dann bei zwei Stücken, bei zwei Tanks fündig geworden, wo ich dachte, okay, das könnte einigermaßen passen und habe mir dann mal einen bestellt. Und den schauen wir uns jetzt mal an. Und das hier ist der Tank, für den ich mich jetzt entschieden habe. Der ist von Kawasaki VN750A, hat ein Volumen von 13 Litern und eine schöne klassische Form. Und vor allen Dingen, das Wichtigste, hat einen sehr breiten Tunnel. Eins ist der Knackpunkt, das sieht man auch gleich, wenn wir mal auf den Rahmen legen, sind hier diese zwei Wölbungen hier oben. Und da müssen wir mal schauen, inwiefern wir den da noch anpassen müssen. Klar, die Halter auch, aber das ist so der Hauptpunkt, wo wir mal schauen müssen, dass wir den gescheit auf den Rahmen drauf kriegen. Aber ich würde sagen, wir setzen ihn mal auf und gucken uns das an. So sieht das Ganze dann jetzt aus, wenn er einfach mal nur aufgelegt ist. An und für sich passt das von der Linie ja her schon. Allerdings gibt es halt mehrere Sachen, wo wir Probleme kriegen können. Das ist einmal, dafür habe ich jetzt hier mal einfach ein Stück Rohr reingeschraubt mit dem Lenkanschlag. Also viel weiter vor können wir auch nicht mehr. Jetzt haben wir da ein Problem. Und das zweite ist es mit der Spritversorgung. Am liebsten würde ich ja das Ganze mit der Benzinpumpe weglassen. Allerdings, wenn er so tief hier drauf sitzt, hier oben haben wir den Anschluss für die Benzinleitung von den Vergasern. Und hier sitzt dann unser Benzinhahn drin. Der guckt nur ein Stück raus. Und das seht ihr ja dann schon, da kommen wir im besten Fall auf derselben Höhe raus wie der Füllstutzen für die Vergaser. Und da können wir richtig Probleme, wenn das Schlauch ein bisschen durchhängt, hast du ein Problem mit der Spritzufuhr. Das heißt, entweder man liftet den Tank noch weiter an, was dann aber absolut Banane aussieht. Also das ist schon, sag ich mal, relativ viel. Oder aber man sagt, gut, müssen wir halt den Weg gehen und setzen hier noch eine Benzinpumpe mit rein. Dass wir hier hinterm Tank quasi eine Leitung runter und dann die Leitung hoch zum Vergaser. Wollte ich eigentlich vermeiden, aber so wie ich das sehe, wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen müssen. Aber ich probiere jetzt noch ein bisschen was. Vielleicht finden wir noch eine andere Lösung. Ich habe jetzt eine Zeit lang ein bisschen drüber nachgedacht und bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich nicht drum kommen werde, das Ganze mit der Benzinpumpe zu machen, weil ich mit dem Tank einfach zu tief bin, um das über einen ganz normalen Benzinhahn zu machen, beziehungsweise einfach nur die Leitung vom Benzinhahn zum Vergaser. Das heißt, wir können jetzt loslegen und werden anfangen, den Tank zu bearbeiten. Und als allererstes, drehen wir mal um. So. Geht es jetzt hier darum, diese beiden Wölbungen ein bisschen einzutreiben, damit wir dem ganzen Ding
vorne ein bisschen weiter runterkommen. Wie machen wir das Ganze? Ich werde jetzt erstmal hier ein bisschen den Lack runterholen. Dann werden wir das Ganze heiß machen und sachte Stück für Stück mit dem Kugelhammer ein bisschen eintreiben. Das sieht soweit schon mal gut aus. Wie gesagt, wichtig ist, dass man das Blech blank macht und dann hier mit so einem kleinen Brenner ordentlich heiß macht, dass es schön glühend ist und dann mit so einem Kugelhammer Stück für Stück bearbeiten und immer mal wieder zwischendrin dann kurz abkühlen lassen, den Tank nehmen, auf den Rahmen draufsetzen, um zu gucken, wie weit es schon passt und wo man noch nacharbeiten muss. Ich würde jetzt auch hier vorne die Kante und hier die Kante, wird schon noch ein bisschen was machen müssen, aber dann sollte das passen. Dann schauen wir mal, ob wir schon an die Halter gehen können. So sitzt er jetzt auf dem Rahmen. Ihr seht, wir sind schon wesentlich tiefer gekommen. Das hat also schon einiges gebracht. Von der Seite schaut. Ja, er passt sich jetzt schön hier der Linie vom Rahmen an. Dieses ganze riesige Luftfiltergehäuse ist abgedeckt. Das gefällt mir schon ganz gut. Hinten vor allen Dingen kommen wir auch mit der Originalhalterung ziemlich gut hin. Ja. Da müssen wir nur hier die Lasche ein bisschen anpassen und dann dementsprechend werden wir auch die Originalhalterung hier im Rahmen werden wir wieder verwenden und werden dann einfach die Laschen vom Tank quasi versetzen, dass wir den hier anschrauben können. Bevor wir jetzt hier mit den Haltern weitermachen, wollte ich euch noch eine Kleinigkeit erzählen. Und zwar, ich selbst bin ja kein Metaller. Ich komme zwar aus dem Handwerk, aber habe nicht irgendwie Schlosser oder Mechaniker oder sowas gelernt, sondern ich habe mir das Ganze so nach und nach selbst angeeignet. Ja. Immer wenn ich neue Projekte habe oder irgendwelche Arbeiten, die ich noch nicht gemacht habe, dann frage ich Freunde und Bekannte, die da schon Erfahrung haben oder wirklich in dem Beruf arbeiten oder den mal gelernt haben, und lass mir da Tipps geben und mach es dann. Mach es dann einfach. Ich packe es einfach an. Und ich denke, da gibt es viele Leute da draußen, die denken, oh, sowas würde ich auch gerne mal machen, finde ich cool, aber ich kann das ja nicht und deswegen lassen Sie es dann einfach sein. Und das ist, denke ich mal, falsch. Ja? Sucht euch die Tipps und dann packt es einfach mal an, ja? Weil nur vom Bücherlesen ist noch niemand ein Handwerker geworden. Klar wird es dir erstmal nicht so hundertprozentig werden oder vielleicht auch mal schief gehen, aber dafür werdet ihr, je öfter ihr das macht, umso besser werdet ihr. Und irgendwann geht euch das auch ganz leicht von der Hand. Und dann hätte ich da noch einen kleinen Tipp. Abonniert doch einfach mal hier den Kanal. Dann findet ihr vielleicht auch immer mal wieder ein paar Tipps und Tricks für eure eigenen Projekte und zieht da ein bisschen Mehrwert hier aus den Videos. Würde ich mich auf jeden Fall freuen. So, genug gelabert. Wir gehen jetzt an die Halter.
Das hier mit den originalen Laschen, habe ich gerade mal geschaut. Das wird zu aufwendig, die so hinzukriegen und da noch ranzustückeln, um die anzupassen. Habe ich jetzt mal in meiner Restekiste geguckt und siehe da, hier noch so alte Lampenhalter gefunden. Und davon nehme ich jetzt einfach hier die Flacheisen. Die sind auch ordentlich stabil. Die Bohrung passt. Den habe ich schon mal zurechtgebogen. Jetzt biegen wir uns den zweiten hier noch. Und die. So. Das klappt ja jetzt super mit dem Licht. Ja, auf der anderen Seite sieht man es dann hoffentlich besser. Ja, kommen dann genauso hier dran. So in etwa. Und das war's dann jetzt für diese Folge. Der Tank ist vorerst mal fertig. Der ist montiert. Jetzt können wir weitermachen und uns so daran richten und die Linie von dem Motorrad erstmal hinzaubern. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie euch der Tank gefällt. Ansonsten schaltet auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder ein, damit ihr auch erfahrt, wie es weitergeht. Denn wir haben ja noch einen langen Weg vor uns. Bis dann. Ciao.